Einen schönen guten Abend, liebe Fernsehzuschauer. Ich heiße Sie in der Adventszeit herzlich willkommen. Die Nächte werden jetzt immer länger und die Tage bis zum Heiligen Abend immer kürzer. Und das ist, glaube ich, die Zeit, sich so langsam schon mit der Krippe und ihren Figuren und Gestalten zu beschäftigen. Das sollen die Geschichten der heutigen Sendung sein. Die erste trägt die Überschrift, wie Ochs und Esel an die Krippe kamen. Als Josef mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem war, rief ein Engel die Tiere heimlich zusammen, um einige auszuwählen, der heiligen Familie im Stalle zu helfen. Als erster meldete sich natürlich der Löwe. Nur ein König ist würdig, dem Herrn der Welt zu dienen, brüllte er. Ich werde jeden zerreißen, der dem Kind zu nahe kommt. Du bist mir zu grimmig, sagte der Erzengel Michael. Darauf schlich der Fuchs näher. Mit unschuldiger Miene meinte er, ich werde sie gut versorgen. Für das Gotteskind besorge ich den süßesten Honig und für die Wöchnerin stelle ich jeden Morgen ein Huhn. Du bist mir zu verschlagen, sagte der Erzengel Gabriel. Da stelzte der Pfau heran. Rauschend entfaltete er sein Rad und glänzte in seinem schönen Gefieder. Ich will den armseligen Schafstall köstlicher schmücken als König Salomon seinen Tempel. Du bist mir zu eitel, sagte der Engel. Es kamen noch viele Tiere und priesen ihre Künste an. Vergeblich. Zuletzt blickte der strenge Engel noch einmal suchend um sich und sah Ochs und Esel draußen auf dem Felde dem Bauern dienen. Der Engel rief auch sie heran. Was habt ihr beide anzubieten? Nichts, sagte der Esel und klappte traurig die Ohren herunter. Wir haben nichts gelernt, außer Demut und Geduld. Denn alles andere hat uns immer noch mehr Prügel eingetragen. Und der Ochse warf schüchtern ein, aber vielleicht können wir dann und wann mit unseren Schwänzen die Fliegen verscheuchen. Und da sagte der Erzengel Gabriel, ihr seid die Richtigen, ihr kommt mit in den Stall zur Krippe nach Bethlehem. Und als diese Entscheidung gefallen war, machten sich die anderen Tiere nun Gedanken, wie sie dem heiligen Kind nahe kommen könnten. Und das ist die nächste Geschichte, die die Überschrift trägt, die Audienz. Mehrere Tiere baten Ochs und Esel als Mittler, das Jesuskind sehen zu dürfen. Und eines schönen Tages wurde, nachdem auch der heilige Josef zugestimmt hatte, ein Pferd, als zumutunlich und schnell bekannt, vom Ochsen bestimmt, dass vom folgenden Tage an alle eingeladen werden, die gerne kommen möchten. Ochs und Esel fragten sich, ob man wilde Tiere zulassen dürfte und auch Dromedare, Kamele, Elefanten, alles Tiere, die ein bisschen verdächtig sind vor lauter Buckel, Rüssel, Bein und Fleisch. Dasselbe galt für abscheuerregende Tiere, Insekten wie Skorpione, Taranteln, die Riesenspinne, die Schlangen, alle, die Gift in ihren Drüsen entstehen lassen, tags und nachts, selbst morgens, wenn alles noch rein und frisch ist. Die Jungfrau Maria zögerte nicht. Ihr könnt alle kommen lassen. Mein Kind ist so sicher in seiner Krippe, als sei es im höchsten Himmel. Und eins nach dem anderen, meinte Vater Josef im fast militärischen Ton. Es dürfen nicht zwei Tiere auf einmal durch die Tür. Sonst findet man sich ja gar nicht mehr hier im Stall zurecht.
Mit den giftigen Tieren fing man an. Jeder hatte das Gefühl, dass man ihnen so genug tun müsse. Bemerkenswert war der Tag der Schlangen, die es vermieden, die Jungfrau Maria anzusehen und ihr weit aus dem Wege gingen. Dann schieden sie mit so viel verhaltener Würde, als seien sie Tauben oder Wachhunde. Die Hunde konnten nicht an sich halten, ihr Wundern zu zeigen. Sie nämlich durften nicht im Stall wohnen, wie der Ochs und der Esel. Jeder aber, anstatt ihnen Bescheid zu geben, streichelte sie. Und so gingen sie wieder, voll sichtlichen Danks. Und trotzdem, als man an seinem Geruch den Löwen kommen spürte, wurden Ochs und Esel unruhig. Umso mehr, als dieser Geruch unbekümmert Weihrauch, Myrrhen und die anderen Düfte durchdrang, die der König reichlich verbreitete. Der Ochs würdigte die hochherzigen Gründe, aus denen das Vertrauen der Jungfrau und Josefs kam. Aber ein solches Kind, solch ein zartes Fünkchen an ein Tier zu bringen, das es mit einem einzigen Atemzug auszulöschen vermochte. Der Löwe kam mit seiner großen Mähne, die nie einer gekämmt hatte, außer dem heißen Wüstenwind, und mit melancholischen Augen, die sagten: Ich bin der Löwe, was kann ich denn dafür, dass ich so groß und so stark bin und der König der Tiere genannt werde? Dann sah man, dass seine größte Sorge war, möglichst wenig Platz im Stall einzunehmen, was nicht leicht war, und zu atmen, ohne etwas in Unordnung zu bringen, und seine Krallen zu vergessen, die mit fürchterlichen Muskeln versehenen Kinnbacken gar nicht erst zu erwähnen. Er kam mit gesenkten Lidern und verbarg sein wunderschönes Gebiss wie eine hässliche Krankheit, kam mit so viel Bescheidenheit, dass er augenscheinlich den Löwen zuzurechnen war, die sich eines Tages weigerten, die heilige Blandandin zu fressen. Die Jungfrau Maria hatte Mitleid und wollte ihn beruhigen mit einem Lächeln, wie es von ihr sonst nur das Kind, das heilige Kind, gewohnt war. Der Löwe blickte geradeaus mit einer Miene, als sagte er in noch verzweifelterem Ton als vorher: Was habe ich denn getan, dass ich so groß und stark bin? Ihr wisst doch alle, dass ich immer von Hunger und frischer Luft getrieben war, wenn ich fraß. Und ihr kennt auch das Problem meiner Kinder, der Löwenjungen. Wir haben alle mehr oder weniger versucht, Pflanzenfresser zu werden. Aber Pflanzen sind nichts für uns. Das geht nicht. Dann senkte er seinen riesigen Kopf, auf dem die Haare wie explodiert standen, und legte sich traurig auf den harten Boden. Die Quaste seines Schweifes wirkte ebenso niedergeschlagen wie sein Kopf. Er war von einer großen Stille umgeben, die allen Anwesenden zu Herzen ging. Der Tiger warf sich, als er an die Reihe kam, auf die Erde und machte sich so flach, bis er vor lauter Selbstverleugnung wie ein Bettvorleger vor der Krippe lag. Doch dann, in Sekundenschnell, war er wieder ganz da, mit einer unglaublichen elastischen Kraft, verschwand und ward nicht mehr gesehen. Die Giraffe zeigte für kurze Zeit ihre Füße in der Tür. Und jeder war der Meinung, dass das zähle, als ob sie den Besuch in der Krippe gemacht hätte. Das Gleiche war
war beim Elefanten. Er begnügte sich damit, auf der Schwelle niederzuknien und seinen Rüssel wie ein Weihrauchfass zu schwenken, was von allen gut und positiv aufgenommen wurde. Ein Hammel mit unheimlich viel Wolle wünschte, sogleich geschoren zu werden. Aber man ließ ihn sein Vlies mit verbindlichem Dank. Mutter Känguru, das war das Tollste. Mutter Känguru wollte mit aller Gewalt Jesus eines ihrer Kinder schenken, machte geltend, dass das Geschenk von Herzen komme und dass es sie nicht beraube, denn sie habe ja noch viele kleine Kängurus zu Hause. Aber der Vater, der heilige Josef, wollte es nicht und sie musste ihr kleines Känguru-Kind wieder mitnehmen. Der Strauß hatte mehr Glück. Er legte in einer unbeobachteten Sekunde ein Ei in den Winkel des Stalles und kam ohne Lärm davon. Das Andenken des Straußes wurde erst am nächsten Morgen entdeckt. Und zwar bemerkte es der Esel. Er hatte noch niemals etwas so Großes und Hartes als Ei gesehen und wollte an ein Wunder glauben. Aber da belehrte ihn der heilige Josef eines Besseren. Das Ei, es wurde aufgeschlagen und aus ihm wurde ein Elkra Eierkuchen gebraten. Die Fische, die sich infolge ihres bedauernswerter Atemweise nicht außerhalb des Wassers zeigen konnten, hatten eine Möwe beauftragt, sie zu vertreten. Die Vögel ließen, wenn sie fortflogen, ihre Lieder da, die Tauben ihre Liebesgesänge, Affen lustige Streiche, Katzen ihre Blicke, Turteltäubchen die Süße ihrer Kehle. Und so konnten alle Tiere dieser Erde das heilige Kind, das Christuskind, in der Krippe im Stall zu Bethlehem bewundern und ihm ihre Grüße und ihre Ehrerbietung darbringen. Das war die Audienz der Tiere. Wir haben gehört, die Hauptperson im Stall sind Ochs und Esel. Und deshalb die nächste Weihnachtsgeschichte mit der Überschrift Der kleine Weihnachtsesel. Die dunklen Ahnungen auf dem Weg aus Bethlehem. Und diese Geschichte stammt von einer ganz berühmten Schriftstellerin, die wir sonst nur von anderen Themen her kennen, und zwar von der Krimi-Schriftstellerin Agatha Christie. Es war einmal ein sehr unartiger kleiner Esel. Es gefiel ihm, unartig zu sein. Wenn ihm etwas auf den Rücken gepackt wurde, warf er es ab und er lief den Leuten nach, weil er sie beißen wollte. Sein Herr konnte nichts mit ihm anfangen und verkaufte ihn an einen anderen, der auch nicht mit dem Esel fertig wurde und ihn weiterverkaufte. Und schließlich wurde er für ein paar Groschen an einen bösen alten Mann verkauft. Der alte, abgearbeitete Esel erstand und sie durch Überanstrengung und schlechte Behandlung umbrachte. Aber der unartige Esel jagte den alten Mann und biss ihn, und dann rannte der Esel weg. Er wollte sich nicht wieder einfangen lassen, und deshalb gesellte er sich zu einer Karawane, die des Weges zog. Niemand wird wissen, wem ich in diesem Haufen gehöre, dachte der Esel. Alle diese Leute waren zur Stadt Bethlehem auf dem Weg. Unterwegs. Und als sie dort anlangten, begaben sie sich zu einer großen Herberge, wo viele Menschen
und Tiere schon waren. Das Eselchen schlüpfte in einen schönen, kühlen Stall, wo ein Ochse und ein Kamel waren. Das Kamel war sehr hochmütig, wie alle Kamele. Denn Kamele glauben, sie allein kennen die vielen geheimen Namen Gottes. Und da es zu stolz war, um mit dem Esel zu sprechen, begann der Esel zu prahlen. Und er prahlte gern. Ich bin ein sehr ungewöhnlicher Esel, sagte er. Ich kann voraussehen und hinterhersehen. Was heißt das? Fragte der Ochse. Wie meine Vorderbeine vorn und meine Hinterbeine hinten. Oh ja, meine Ur-Ur, 37 Mal Urgroßmutter, gehörte dem großen Propheten Bileam. Und sie sah mit eigenen Augen den Engel des Herrn. Aber der Ochse kaute weiter und das Kamel blieb stolz. Dann kam ein Mann mit einer Frau herein. Und es gab viel Aufregung. Doch der Esel fand bald heraus, dass sich das ganze Aufheben nicht lohnte. Die Frau gebar ja bloß ein Kind. Und das geschieht ja jeden Tag auf dieser großen Welt. Nach der Geburt des Kindes erschienen einige Hirten und taten sich viel zugute auf das Kind. Aber Hirten sind ja ganz einfache, liebe Menschen. Dann aber kamen Männer in langen, reich geschmückten Kleidern und mit großen Bärten. Sehr bedeutende Persönlichkeiten, zischte das Kamel. Wieso? Fragte der Esel. Sie bringen Geschenke, sagte das Kamel. Da der Esel annahm, Geschenke wären etwas Gutes zu essen, schnüffelte er, als es dunkel wurde, eifrig herum. Aber das erste Geschenk war gelb und hart. Und das zweite brachte den Esel zum Niesen. Und als er am dritten Geschenk leckte, schmeckte es abscheulich und bitter. Was für dumme Geschenke, dachte der Esel enttäuscht. Als er aber so bei der Krippe stand, steckte das kleine Kind sein Händchen aus, griff nach dem Ohr des Esels und hielt es fest. Und da geschah etwas Seltsames. Der Esel wollte nicht mehr unartig sein. Zum ersten Mal in seinem langen Eselleben wollte er gut sein, wollte er ein guter, lieber, braver Esel sein. Zum ersten Mal in seinem Leben. Und er wollte dem Kind auch etwas schenken. Doch er hatte nichts bei sich. Das Kind schien aber an dem Ohr des Esels seine Freude zu haben. Aber das Ohr war ja ein Teil von ihm, den Esel. Und da kam ihm ein noch merkwürdiger Gedanke. Vielleicht konnte er sich selber dem Kinde schenken. Kurz darauf kam der Vater, der heilige Josef, mit einem großgewachsenen Fremden in den Stall. Der fremde Mann sprach eindringlich auf Josef ein. Und als der Esel die beiden betrachtete, traute er kaum seinen Augen. Der Fremde schien sich aufzulösen, und an seiner Stelle stand ein Engel des Herrn, eine gegoldene Gestalt mit Flügeln. Doch gleich darauf verwandelte sich der Engel wieder in einen ganz gewöhnlichen Menschen. Meine Güte, ich habe Gesichte, sagte sich der Esel. Das Futter muss schuld daran sein. Der heilige Josef sprach mit der heiligen Maria, wir müssen mit dem Kind fliehen.
Wir dürfen keine Zeit verlieren. Sein Blick fiel auf den Esel. Wir wollen diesen Esel hier nehmen und für seinen unbekannten Besitzer Geld zurücklassen. Auf diese Weise verlieren wir keine Zeit. So begaben sie sich hinaus auf den Weg, der aus der Stadt Bethlehem fortführte. Doch als sie an einen engen Ort gelangten, erschien der Engel des Herrn mit flammendem Schwert, und der Engel bog vom Weg ab und erkletterte einen Berghang. Josef wollte ihm zum Weg zurücklenken, aber Maria sagte: Lass ihn, denk an den Propheten Biale. Gerade als sie den Schutz einiger Ölbäume erreichten, stampften und klirrten die Kriegsknechte des König Herodes mit gezogenen Schwertern den Weg entlang. Genau wie bei meiner Urahne, dachte der Esel, sehr zufrieden mit sich selbst. Es nimmt mich Wunder, ob ich auch voraussehen kann. Er zwinkerte mit den Augen, und da sah er ein undeutliches Bild. Einen Esel, der in einen Brunnen gefallen war, und einen Mann, der ihn herauszog. Das ist ja mein Herr, zum Mann herangewachsen, dachte der Esel. Dann ein anderes Bild. Derselbe Mann ritt auf einem Esel in eine Stadt. Natürlich sagte sich der Esel, der soll zum König gekrönt werden. Aber die Krone schien nicht aus Gold zu sein, sondern aus Dornen, eine Dornenkrone. Der Esel liebte Dornen und Disteln, doch für eine Krone mochte sie nicht das Richtige sein. Und er nahm einen Geruch wahr, den er kannte und den er fürchtete. Blutgeruch. Und da war etwas an einem Schwamm, bitter wie eine Myrrhe, die er im Stall gekostet hatte. Da erkannte der Esel plötzlich, dass er nicht mehr voraussehen mochte. Er wollte nur dem Tag leben, wollte seinen kleinen Herrn lieben und von ihm geliebt werden, wollte ihn und seine Mutter sicher, ganz sicher nach Ägypten tragen. Dazu, liebe Fernsehzuschauer, passt das Gedicht: Was hat wohl der Esel gedacht? Was hat wohl der Esel gedacht in der heiligen Nacht, als er plötzlich die Fremden sah im Stall? Vielleicht hat er Mitleid verspürt, hat das Bild ihn gerührt, und er rückte zur Seite, sehr sozial. Vielleicht aber packte ihn die Empörung: Welch eine nächtliche Ruhestörung! Kaum schlafe ich Esel mal ein, schon kommen hier Leute herein. Und dann lag vor ihm ein Kind, und er dachte: Jetzt sind es schon drei. Was ist das doch für eine Nacht? Da hält mir das Kind doch zuletzt meine Krippe besetzt. Und er polterte völlig aufgebracht: Ich lasse ja manches mit mir geschehen, doch wenn sie mir an mein Futter gehen, ist es mit der Liebe vorbei, und er dachte an Stallmeuterei. Er wusste ja nicht, wer es war, den die Frau dort gebar, hatte niemals gehört von Gottes Sohn. Doch wir wissen alle Bescheid, und wir nehmen uns heut noch genau wie der Esel damals schon. Denn Jesus darf uns nicht vom Schlaf abhalten, nicht unseren liebsten Besitz verwalten, doch wer ihm die Türen aufmacht, der hat jeden Tag heilige Nacht. Es gibt
viele Geschichten um das Christuskind. Die nächste Geschichte trägt die Überschrift: Der neue König braucht auch einen Tölpel. Unter den Hirten auf dem Feld von Bethlehem war auch ein einfältiger Mensch. Er wurde von den anderen Hirten nur Tölpel genannt. Als eines Nachts der Engel des Herrn erschien, um ihnen die Geburt des Christuskindes zu verkündigen, begriff der Tölpel seine Worte nicht. Aber überwältigt von dem Glanz in dieser dunklen Nacht, der von dem Engel auf dem Felde ausging, fiel auch er im Innersten erschrocken auf die Knie. Und als die anderen, wie der Engel es zu ihnen gesagt hatte, sich aufmachten, um das Kind zu finden, wollte auch er mit ihnen gehen. Aber die Hirten schämten sich seiner, denn sein Gewand war zerrissen, sein Bart war struppig und der Ausdruck seines Gesichtes, ja, dieser Ausdruck verblümt. Bleib du hier bei den Schafen und beim Feuer, sagten sie. Das Kind, das wir suchen, ist kein gewöhnliches Kind, sondern ein König. Einen Tölpel, wie du einer bist, kann er nicht gebrauchen. Doch der Tölpel ließ sich von diesen Worten nicht einschüchtern. Er lief ihnen nach, auch wenn er große Mühe hatte, ihnen zu folgen. Was willst du ihm denn schenken? Spotteten die anderen Hirten. Da sah der Tölpel erst, dass sie alle beladen waren mit Milch und Honig und Wolle von ihren Schafen, mit Käse und mit Brot. Daran hatte er, der Tölpel, nicht gedacht. Er wurde sehr betrübt. Aber auf einmal heiterte sich seine Miene auf und er rief voller Stolz: Ich könnte die Fliegen von seinem Gesicht verscheuchen. Was glaubst du eigentlich? Riefen die anderen zurück. Dazu sind doch die Engel da. Der Tölpel wurde sehr traurig. Aber auf einmal heiterte sich seine Miene wieder auf und er rief voller Stolz: Ich könnte seine Füße reiben, um das kleine Kind zu wärmen. Was glaubst du eigentlich? Riefen die anderen zurück. Dazu sind die Engel da. Und der Tölpel fing an zu weinen. Aber auf einmal heiterte sich seine Miene zum dritten Mal auf. Und er rief voller Stolz: Ich könnte ihm ein Lied singen, damit das kleine Kind schlafen kann. Was glaubst du eigentlich? Riefen ihn die anderen Hirten zurück. Dazu sind die Engel da. Der Tölpel war nun sehr betrübt, sehr traurig und er weinte wieder. Aber er gab nicht auf. Er wollte den König und die Engel, die von seinem Gesicht die Fliegen verscheuchten, die seine Füße warm rieben, die ihm Lieder sangen, wenigstens von Weitem sehen. Endlich standen die Hirten vor dem Stall in Bethlehem. Und sie fanden das Kind in einer Krippe liegen, arm und bloß. Maria und Josef mit den vielen Gästen hatten alle Hände voll zu tun. Denn nicht nur die Hirten, sondern auch die heiligen drei Könige hatten den Weg zur Krippe gefunden. Ach, seufzte die heilige Maria, wenn ich nur jemanden hätte, der dem Kind die Fliegen verscheucht, der ihm die Füße reibt und ihm ein Schlaflied singt. Da trat der Tölpel näher. Und als er weit und breit keine Engel sah, da wischte er seine Tränen ab, lachte vor Freude und kniete vor der Krippe nieder. Er verscheuchte die Fliegen. Er rieb dem Kind die Füße warm und sang ihm ein Lied, bis es einschlief. Maria und Josef
und die drei Könige aus dem Morgenland staunten. Die Hirten aber, die schämten sich und nahmen ihn auf dem Heimweg in ihre Mitte. Sie wussten nun, dass der neue König, das Licht der Welt, auch einen Tölpel braucht.